Hallo zusammen! Januar. Jetzt anfangen, neu beginnen, unschlagbar abenteuerlich reimen. Januar. Willkommen zu meinem Setup für diesen ersten Monat in 2023. Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr mit ganz viel tollen neuen Erlebnissen und Abenteuern. Ich hoffe, ihr konntet gemütlich ins neue Jahr starten. Bei mir war der Jahresstart sehr entspannt, deswegen kommt mein Setup auch wieder etwas später. Ich starte hier erstmal wieder mit dem Monatsnamen und dem Namen des Vogels, den ich ausgesucht habe. Und zwar ist es für diesen Monat der kleine Kernbeißer. Um die Seite noch ein bisschen mehr zu verzieren, habe ich mich dazu entschieden, einen Strauch zu zeichnen, der auch im Januar kleine Beeren hat, und zwar die Schönfrucht, auch Liebesperlenstrauch genannt. Auf dem Boden habe ich dann noch ein paar Sonnenblumenkerne gemalt, damit der kleine Kernbeißer auch was zu essen hat. Und damit das einheitlich aussieht, auch zwei Liebesfruchtperlen, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob diese Beeren essbar sind. So, jetzt sind die Umrisse fertig und wir können auch schon gleich mit dem Ausmalen beginnen. Mein Kernbeißer ist fertig und ich war so glücklich darüber, dass ich schon gleich die ganzen Stifte eingepackt habe. Bis mir dann auffiel, dass ja noch die Beeren fehlen von meinem Liebesperlenstrauch. Also habe ich schnell wieder die Farben rausgesucht und zeichne jetzt schnell noch die Beeren. Nun bin ich aber wirklich fertig mit meiner Titelseite und kann mit dem Plan beginnen. Ich benutze auf dieser Seite den Stift der Größe 8, um die Überschriften zu schreiben und um die Umrandungen zu ziehen. Auf der linken Seite mache ich wieder zwei große zusammenhängende Kästen für meine Ziele und dann auch für die dazugehörige Reflexion. Für die Gewohnheiten werde ich wieder 5 verschiedene kleine Tracker gestalten. Auf der unteren Hälfte mache ich einmal einen Tracker, wo ich einmal vertikal alle Tage auflisten werde und einmal, wo ich die Wochentage mit aufschreibe. Dafür benutze ich eine Größe 2 und fülle jetzt überall die Tage des Monats aus. Zur Verzierung nehme ich diesen hellblauen Stift, den man leider im Video nicht so gut sehen kann. Dieses Jahr darf auch Washi-Tape nicht fehlen. Für diesen Monat habe ich mich einmal für diese goldene Farbe entschieden, aber auch für das rosa gepunktete, das ich schon in meinem vorherigen Setup benutzt habe, damit es einheitlich aussieht. Die Seite für meine Ziele und Gewohnheiten ist jetzt fertig und wir kommen zu den richtigen Planungsseiten. Dafür schreibe ich wieder mit Blau den Monatsnamen auf und werde nun eine vertikale Ansicht wählen.
Vorteil der vertikalen Ansicht ist, dass man alles gut geordnet auf einen Blick sehen kann. Und für eine bessere Übersichtlichkeit teile ich auch immer nach dem Sonntag noch einmal die Wochen ab, sodass man immer schön genau alles im Blick behalten kann. Da eine so eine Linie doch relativ wenig Platz ist, arbeite ich viel mit Symbolen, die ich dann auch nach morgens, mittags und abends sortiert auf der Seite anbringe. Auf die rechten Seiten kommen wieder meine großen Kästen für meine To-Do-Listen und meine Notizen. In diesem Monat werde ich anders als in den vergangenen Monaten die Schrift nur ganz klein halten, damit ich noch mehr Platz in diesen Kästchen habe, da ich die doch sonst immer sehr voll geschrieben habe. Jetzt unterstreiche ich noch schnell die Überschriften und mit dem hellblauen Stift werde ich noch einmal die einzelnen Linien in meiner Kalenderübersicht sichtbar machen. Und dann ist es auch schon Zeit für die letzte Dekoration mit Washi-Tape für diese Seite. Nach meiner Kalenderseite starten bei mir immer sofort die Dailies. Ich habe gedacht, ich zeige euch jetzt mal, wie ich meine To-Do-Listen schreibe. Und zwar schreibe ich immer mit einem Spiegelstrich, was ich zu tun habe. Der Vorteil davon ist nämlich, dass man aus diesem Minus, wenn man die Aufgabe erledigt hat, ganz einfach ein Plus machen kann. Wenn man die Aufgabe gar nicht mehr bearbeiten möchte, streicht man das Minus einfach durch und wenn man sie verschieben will, kann man sie zu einem Pfeil umwandeln. Ich finde das mega praktisch. Mein Januar-Setup ist jetzt fertig und hier kommt der Überblick. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch allen eine künstlerische Woche. Macht es gut!